Im vierten Film von der romantischen Twilight-Reihe hat Bella ihr Traumziel erreicht. Nach dem Hin und Her zwischen ihrem geliebten Vampir Edward und ihrem Werwolf-Freund Jacob hat sie sich endgültig entschieden. I, Edward Cullen, take you, Bella Swan. For better or for worse. To love. To cherish. As long as we both shall live. Die frisch Vermählten geniessen ihr Glück und ihre Flitterwoche. Aber dann passiert das Unmögliche. Bella wird schwanger. The fetus isn't compatible with your body. It's too strong and fast growing. It's crushing you from the inside out. Noch nie hat jemand gehört, dass eine Frau von einem Vampir ein Kind bekommt. Während Bella verzweifelt um ihr Leben kämpft, wächst die Angst vor dieser unbekannten Gefahr. Wieder übernimmt Kristen Stewart an der Seite von Robert Pattinson die Rolle von der Bella. Im 20-Minuten-Interview verratet sie, was sie an ihrer Filmfigur am meisten bewundert und warum sie sich ihr so nöch fühlt. She's really in tune. I don't know. She really. Bella ist mit sich im Reinen und kennt sich sehr gut. Ein bestimmter Typ Mädchen identifiziert sich mit ihr und jeder von denen hätte Bella spielen können. Ich fühle mich ihr sehr nöch und finde, dass wir sehr ähnlich sind. Ich weiss, dass viele Fans genauso fühlen. Diese gemeinsamen Emotionen teilen wir alle mit der Bella. I know they feel the same. I mean, I know that that's the common feeling. Und darum wird auch Breaking Dawn Part 1 wieder Twilight-Fans auf der ganzen Welt begeistern. Mit tollen Hauptdarstellern und einer Geschichte voll Verzweiflung, Liebe und Leidenschaft verspricht der Film einen hochemotionalen Auftakt zum Finale von der beliebten Fantasy-Reihe.